Ja, meine lieben Freunde, Days Gone steht auf dem Programm und wir suchen den Schlüpfer tatsächlich, der sich hier irgendwo rumtreiben soll. Wir steigen hier einfach mal vom Moped ab und gucken einfach mal. Also hier soll der irgendwo... Ich genau umschauen. Ach mal, hier ist schon mal ein Benzinkanister. Das ist schon mal gut, damit tanke ich jetzt erstmal mein Bike auf. Man weiß ja nie, was dann passiert. Kann ich das in der Situation jetzt gar nicht, doch. Ah, okay. Man muss auf der anderen Seite stehen. Das war's. So, herausragend. Zack. Das Ding lassen wir erstmal fallen und dann gucken wir mal hier, was hier noch so abgeht. Hier gibt es auf jeden Fall ein bisschen Muni. Was haben wir hier? Was ist mit ihm hier verkehrt? Der ruht sich nur mal kurz aus, oder was? Da ist er ja. Biker-Kopfgeld. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielverfolgung und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Idealerweise schieß auf ihr Bike oder ramm es. Zielperson darf nicht sterben. Silberner Helm! Roter Tank! Das ist er! Oh, Scheiße! Was zum... Du dachtest also, du fährst in Koblenz Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Huh? Ein paar Leute um, steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Huh? Das wirst du nur kurz einkaufen. Kann man denn hier eigentlich schießen? Okay. Den will ich ja. Aha, tippe auf dein Bike. Was? Tippe auf dein Bike an, um ein Ziel anzuvisieren. Fahr zur Hölle, Drifter! Ja, scheiß auf den Fall! Nein, 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 nein! Nicht mein Bike! Nein, nein! So, den will ich jetzt erstmal hier. Lass mal nach, Kollege. Nein, 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 nein! Nicht mein Bike! Nein, nein! Ach, da oben ist eine Anzeige. Ich kann ja erstmal noch ein bisschen liegen. So, und du? Was? Was hast du? Du mieser... Scheißkerl! Hey, nein, 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 nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, huh? Wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copeland! Du Arschkriecher! Bist du jetzt hier mit dem hier? Kann ich da jetzt irgendwas verwerten? Voll auf Droge. Okay. Gut. Individuell. Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Ach, ich muss ihn. Lebt er noch? Hey, Drifter! Ja, noch lebt er. Aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Dicken Ende. Sag ihm, Drifter. Sag ihm, ich hab gesagt, ich scheiß auf ihn. Ja gut, ich kann ja eigentlich wegfahren. Also ich muss ja jetzt nicht hier bei dem bleiben, bis der abgeholt wird. Das juckt mich ja jetzt noch nicht. Also über ihn drüber fahren kann ich auf jeden Fall. Probieren wir gleich nochmal aus. Ja, gut, das ist jetzt, also werde ich ihn wahrscheinlich nicht töten können. Aber hier können wir erstmal, ja, unsere Home Zone hätten wir jetzt erstmal ein bisschen chillen können. Aber nein, wir müssen weiter, Freunde. Wir müssen einfach weiter einsetzen. Ja, alles klärchen, Welchen. Schmeiß dich aufs Moped. Komm, wir fahren zusammen in den Sonnenuntergang. Links. Was geht denn hier ab? Geht denn hier überhaupt was ab? Rosa, bist du da?
Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Erdig, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Erdi den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. Erhol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Dicken Ende. Überall. Boah, schade, dass man solche Fahrzeuge hier nicht fahren kann. Oh, guck mal, da ist so eine Horde. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach mal Molly reinwerfen soll, vielleicht. Bisschen Angst, wenn mich da jetzt einer sieht. Holy crap, wir sollten schnell wegfahren, Freunde. Jetzt die Frage. Also ich werde irgendwann mal so eine Horde da beseitigen muss, aber das ist ja schon ganz schön krass. Weil das sind ja wirklich sehr, sehr viele. Also wenn du vielleicht einen Panzerfaust hast oder einen Panzer. Vielleicht schafft man es dann. Ich hoffe, dass hier jetzt nichts im Weg steht. Mit ihr habe ich glaube ich auch noch genug. Ah, siehst du, hier bin ich jetzt schon falsch gefahren. Da! Was da? Was ist da, Kollege? Da! Da! Was ist denn da? Da! Ich weiß nicht, ob ich irgendwas machen muss da. Das sieht ja richtig aus. Ja, stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. So, hier scheint irgendwie ein Nest zu sein. Wo soll denn hier ein Nest sein? Ich weiß nicht, ob hier überhaupt ein Nest ist, aber wenn er sagt, ach stimmt, ich muss die Nester verbrennen, dann wird hier schon irgendwo ein Nest sein. Weiß ja nicht, sehe ich das denn vielleicht hier irgendwie auf der Map? Guck mal, hier ist doch irgendwie sowas. Fizierte, ach guck mal da muss ich hin. Dann hole ich jetzt nochmal schnell ab und fahre nochmal ein bisschen weiter. Check hier! Nein, schon. Wie soll ich rüberfahren? Nee, ich will echt durchs Wasser fahren. Oh. Alter, what the fuck? Ich dachte, ich könnte ihn einfach umfahren. Ich muss mal irgendwie hier wegrennen und vor allem den Überblick behalten. Ich glaube, ich kann jetzt hier nirgendwo rein, wo so ein blödes Nest ist. Das muss man einfach dazu sagen, als ich beispielsweise 7 Days to Die. Ah. Was ist das denn hier? Haben wir da jetzt wenigstens mal einen Goodie gefunden? Maximal voll. Muss doch irgendwie eine Machete geben. Komm, wir sind in der Küche voll. Nägel. Das ist gut.
Ich wollte mal gucken. Ich habe ein Stuhlbein, ne? Das ist ja fast kaputt mit 7%. Wenn ich jetzt einen neuen Gegenstand herstelle. Ach lol, der hat jetzt 100%. Okay, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Das ist natürlich geil. Du kannst natürlich eine Waffe so lange benutzen, bis sie kurz vorm Kaputtgehen ist. Und dann wertest du die einfach auf. So. Da bin ich aber auch ein kleiner Strolch. Was ist denn das hier? Ist denn hier so ein hässliches Ding drin? Ja, Mann, hier ist so ein komisches Herz. Hier ist aber mein Moped. Ich glaube, das muss ich erstmal reparieren. Ich werde sie erstmal hinstellen. So. F. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Das sollte klappen. So, herausragend. Jetzt will ich mal gucken, dass ich hier erstmal so einen scheiß Molly gegenwerfe. Yeah. Junge, steig auf dein Moped, wenn dir dein Leben liegt. Was macht der denn da für Faxen, ey? Er chillt da erstmal stundenlang so, ja, ganz schön hier eigentlich. Wirklich. Das ist einer, ey. Ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Echt, findest du? Ich finde schon, wir könnten mal gucken, dass wir vielleicht nochmal hier so ein komisches Herz verbrennen. Ah ne, das ist gar kein Herz. Ne? Das ist bei Dings ist das ein Herz. Bei State of Decay. Da ist es ein Seuchenherz. Also die Spiele sind sich schon einigermaßen ähnlich tatsächlich. Ist das hier auch so ein ekliges Ding? Ist das nicht so ein ekliges Ding da? Oder habe ich das schon verbrannt? Das sieht mir so aus, als ob das schon verbrannt wäre. Sind ja auch gar keine Freaks mehr. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Benzinkanister. Da können wir auf jeden Fall auch erst noch mal ein paar Mollys vielleicht herstellen. So, herausragend. So, damit können wir erstmal das Bike voll tanken. So, stopp. So, einmal voll machen. Die Frage, wo die anderen solchen Herzen sind. Die hier oben vielleicht irgendwo zu finden sind. Uns hier vielleicht mal ein bisschen umsehen, Freunde. Was war das? Okay, Baseballschläge aus Holz. Ja, so eine Schaufel wäre auch was Feines. Das ist auch eine Axt wahrscheinlich. Beine. Ich bräuchte halt. Hier ist halt eine Machete, ne? Machete finde ich halt auch ziemlich nice. Der Schaden ist auch deutlich höher. Und die Haltbarkeit ist deutlich geringer. Aber die können wir ja scheinbar mit Schrott reparieren. Das Kommentar nochmal ein bisschen genauer durchlesen sollen. Ob man dafür irgendwie erstmal was skillen muss oder. Naja, guck mal, hier liegen ja eigentlich überall, liegen ja hier irgendwo. Irgendwelche Nahkampfwaffen rum. Ne? Es ist nicht so, dass wir da extrem drauf achten müssten. Meine Machete würde ich auch eher mitnehmen in der Zombie-Apokalypse als ein Holzstuhlbein mit Nägeln drin.
Das kannst du hier wahrscheinlich nicht abfahren, ne? Ich frage mich, wo das andere oder die anderen Herzen. Ja. Ich weiß nicht. Wir nennen es einfach solchen Herzen wie bei State of Decay, Freunde. Da passe ich nicht durch, aber wir sollten das Ding hier vielleicht mal reparieren. Mal wieder. Ich krieg das schon hin. Das sollte klar. Klar. Krieg das hin. Ich weiß halt nicht, ob hier vielleicht auch so ein Herz drin ist. Aber es wäre ja sinnvoll eigentlich. Ja, ich erinnere mich an dich. Was ist denn jetzt hier los? Er scheint ja zu sein. Fest verriegelt. Wir müssen mal schauen, dass wir hier anderweitig irgendwie reinkommen. Aber hier kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Ja. Hier ist noch eine Einstiegsmöglichkeit, nenne ich sie mal. Nicht aufzukriegen. Aber auch hier ist zu. Die Frage, wie kommt man denn da rein? Das funktioniert so auch nicht gut. Da habe ich schon irgendwas gehört. Ich habe Angst, dass jetzt diese riesen Zombie-Horde hier gleich durch diese Stadt zieht. Freunde, wir wollen diese Seuchenherzen jetzt hier mal vernichten. So, hier ist auch wieder was zum Erkunden. Das ist interessant. Ja, das stimmt, sehr interessant, was da stand. Alles mitlesen können. Oh, natürlich nehmen wir wieder die Bierflasche mit. Nicht, dass wir wieder in die Bredouille kommen. Wir haben keine Bierflaschen für Mollys. Das wäre ganz schlimm. Geht's auch raus? Jawohl. Ich weiß gar nicht, kann man denn hier irgendwie so diese Seuchenherzen anzeigen lassen? Wahrscheinlich nicht. Das brauche ich. Hier 2SA, in dem Gebäude ist 1. Wenn ihr das wisst, Freunde, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Das würde mich sehr interessieren. Hier geht es auf jeden Fall noch hoch. Verriegelt. Fest verriegelt. Aber, also kommt man da nicht rein, weil die Räume faktisch nicht gibt, wie früher, was weiß ich, bei GTA beispielsweise. Oder braucht man dafür einen Schlüssel oder kann man die Türen auch kaputt schlagen? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich weiß es wirklich nicht. Junge, komm her. Meine Machete wartet auf deinen Kopf. Ach was, guck mal, da brauchst du nur 2 Hits für. Jetzt will ich mal schauen. Kann ich das Ding, aber ich kann es nicht reparieren. Ich kann es nicht reparieren. Hm. So ist es nun mal. Ist denn hier noch so ein solchen Herz drin? Nein. Aber der Tankstelle jetzt ein Molly hinzuwerfen, ist jetzt vielleicht auch nicht die beste Idee. Aber wenn halt hier ein solchen Herz ist, dann mache ich das natürlich. Ich glaube, das haben wir aber schon abgefackelt. Ich glaube, das war das, was wir eben abgefackelt haben. Das ist aber auch. Wenn du das so lange jetzt nicht mehr gespielt hast, dann weißt du gar nicht mehr, wo du hier schon was abgefackelt hast und wo nicht.
Da müssen wir weiterfahren. Irgendwo wird sicherlich noch ein solchen Herz vorhanden sein. Stand ja irgendwas von 5 Stück, glaube ich, insgesamt, ne? Ja, 5 Stück. 2 haben wir. Und hier waren wir ja eben. Vielleicht ist das hier irgendwo. Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen Break. Ich werde das Seuchenherz mal suchen und dann ja, starten wir mit der Vernichtung des Seuchenherzes. Vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Days Gone. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Bis dann.